Liebe Freunde, willkommen zurück zu Victoria 3 mit unseren Belgiern. Ja, das nächste Projekt, das wir angehen werden, das ist auch hier im Journal, genauso wie in der letzten Folge mit der in Universitäten zu finden. Und zwar Dampfmotorenzeit. Da müssen wir ein Motorwerk mindestens auf Stufe 3 bringen und haben knapp 3 Jahre Zeit dafür. Ich habe schon mal 2 weitere Motorwerke eingereiht. Das würde ja zeitlich passen. Und ich habe auch eine Exporthandelsroute zu Frankreich eingerichtet. Auch wenn die jetzt nicht produktiv ist. Aber das ist immer noch besser als Subventionen zu zahlen. Wir machen da minus 24,1. Und zahlen halt auch Bürokratie. Aber was Besseres, um Motoren zu exportieren, gibt es halt leider aktuell nicht. Und das Problem ist, warum überhaupt Export? Das liegt daran, dass wir hier halt, wenn wir jetzt weiter Motorenwerke bauen, wir hätten gar nicht genug Bedarfe. Ja, okay, aber das schauen wir uns dann, ja, wir behalten das im Auge. Und machen dann hier weiter und wir wissen eine unproduktive Handelsroute. Da müssen wir keinen Schrecken bekommen. So. Ja, hier unser Budget, das schlägt wild aus, je nachdem, ob wir was im Investitionsvorhaben oder nicht. Das hat man uns ja zum Ende der letzten Folge etwas genauer angeschaut. Granatkanonen freigeschaltet. Glattrohr für die Waffenfabriken. Da können wir die Produktion von Handfeuerwaffen noch ein bisschen runterschrauben und die von Artillerie weiter nach oben. Ja, wir haben hier eine Waffenfabrik aktuell. Und eine weitere ist in Planung. Ja, hierüber würden wir dann die Artillerie nochmal weiter pushen, aber die Handfeuerwaffen würden noch teurer werden. Das würde uns ja jetzt erstmal nichts bringen. Ja. Okay. Hier ist eine weitere Waffenfabrik eingereiht. Eingeschränkte Kinderarbeit. Ohne Event einfach ein bisschen vorangeschritten. Ja, okay. Einfach so. Beschlusserfolg. 15%. Eigentlich, oder fast immer kommt ja ein Event dabei. So, wir prüfen einmal Institutionen, alles in Ordnung. Dann unsere Marktpreise. Ah, Kohle, da könnten wir dran arbeiten, Eisen auch. Und Stahl sieht jetzt auch nicht so toll aus. Möbel und Lebensmittel. Ah. Lebensstandard ist ein bisschen zurückgegangen. Ja, vielleicht, weil wir jetzt die Universitäten gebaut haben. Die geben uns natürlich, langfristig gesehen, ist das natürlich super, die Universitäten zu haben. Aber kurzfristig sind es halt erstmal nur Ausgaben.
15 Möbel aus Frankreich. Nee. Lebensmittel. Das machen wir auch nicht. Kohle wird massiv exportiert nach Österreich und nach Frankreich. Und wir erheben bereits plus 10% Exportzölle, okay. Eisen erheben wir auch die Zölle. Und Eisen wird abgeführt nach Frankreich, Großbritannien und Niederlande. Ah, das machen wir nicht. Ja, okay. Da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern, dass sie uns die Waren abkaufen. Also nur mit radikalen Mitteln. Beziehungen verschlechtern, Embargo aussprechen oder einen Krieg erklären. Aber davon lassen wir die Finger. Porzellan aus Österreich. Oder von den Briten sogar. Aber brauche ich mal wieder Konvois. Machen wir nicht. Und ohne Konvois aus Frankreich. Müssen wir die Preise zumindest mal ein bisschen senken. Okay. Ja, wieder Frankreich. Kostet alles Bürokratie. Ja, und diese Handelsrouten, die wachsen nicht weiter, weil die bräuchten Konvois. Da haben wir zumindest mal ein bisschen was getan. Und wir bauen Holzfällerlager. Dann bauen wir die Eisenbahn weiter aus. Papierfabrik, Marinebasis. Boah, Leute. Ganz viele Radikale gewonnen. Ja, durch Rückgang des Lebensstandards. Was? Na, 35.000. Und da haben wir bei den Loyalisten noch einen kleinen Knick dran. Aber in die andere Richtung. Kleidung, Spiritus, ach, war das die Steuer, die ich da oben hatte? Ah, da müssen die Leute sich dran gewöhnen. Lebensmittel plus 43,9% und Möbel. Möbel und Lebensmittel. Ah, da können wir uns auch drum kümmern. Jetzt die Uni ist gebaut. Hartholz ist in Ordnung. Normales Holz auch. Können wir hier über die Produktionstechniken was ändern? Ja, wir haben ja schon Vorrang für Lebensmittelproduktion. Das hier würde die Lebensmittelpreise nur noch weiter erhöhen. Und hierüber würden wir halt Arbeiter entlassen.
Backpulver wäre super. Aber Backpulver ist, glaube ich, eine Technologie der dritten Stufe. Nein, doch der zweiten. Okay. Priorität geändert. Aber wir bauen trotzdem mal eine weitere Lebensmittelfabrik. Obwohl, das dauert 20 Monate. Und damit würden wir hier direkt 110 mehr produzieren. Dann lassen wir das mal so. Wir werden unser Lebensmittelproblem einfach über die neue Technik dann lösen. Und dann haben wir noch das Thema Möbel. Ja, das sieht man auch hier schon dran an der Produktivität. Weil die Preise ja so extrem hoch sind. Wir produzieren hier halt auch Luxusmöbel. Eine Wasserrohrkessel. Einfach Arbeiter entlassen. Nee. Wir produzieren hier mit 4 Stufen 180 normale Möbel. Also 45 pro Stufe. Ah, wir haben eine krasse Unterdeckung. Ähm, 160. Da können wir locker 2-3 Stufen ausbauen. Hartholz war kein Thema gewesen, Werkzeuge auch nicht. Normales Holz nicht und Tuch auch nicht. Okay. So, dann ab nach oben mit euch. Lassen wir hier ruhig 2 Wochen lang. Weil die werden ja eh parallel gebaut. Machen wir es einmal so. Muss jetzt mal insgesamt anschauen, nicht nur für die Unterschicht. Kleidung. Kleidung ist auch ein großes Problem. Aber halt eher für die oberen Schichten. Und bei der Tuchfabrik. Könnte man da noch was hierüber ändern? Ja, wir könnten rüber switchen zu mehr Luxuskleidung, aber das würde ja unser Problem eher vergrößern. Ah. Okay. Wir sind hier im positiven Bereich. Das mit den Investitionsfonds, das ist jetzt eigentlich normal in der Höhe. Nicht so, wie wir das in der letzten Folge hatten. Es war erst immer gewesen, dass die Universitäten, während wir die gebaut haben, sich der Investitionsfonds aufgebaut hatte und dann nach den Universitäten abgebaut wurde. Inaktive Handelsrouten. Nicht, dass wir jetzt hier ein riesen... Oh, weil da gerade Krieg geführt wird.
Dass wir jetzt hier ein riesen Schwefelproblem haben. Aus 28%. Unsere Chemiefabriken und die Papierfabriken, die brauchen das. Und jetzt bekommen wir 70 von den Briten. Nehmen wir an, die Handelsroute zu den Briten. Die wurde jetzt ein bisschen aufgestockt, wobei das natürlich auch wieder Konvois benötigt. Wir haben unseren Hafen ausgebaut. Da haben wir ein paar Konvois dazu bekommen. Ah, jetzt sind wir jetzt auf Stufe 4. Ja, jetzt für die Handelsroute mit Preußen ist der Zoll aktuell egal. Für den Handelsweg mit den Briten ja sowieso. Die Anzeige ist verbuggt. Der Wert hier, der angezeigt wird. Weil da fallen ja gar keine Zölle an. Also, außer hier hat sich was geändert. Aber nein, wir haben immer noch unseren Handelsvertrag. Boah, die Leute haben hier keinen ordentlichen Marktzugriff. Das ist schlecht für die Warenpreise. Werkzeuge billiger geworden, das ist okay. Dünger ein ganz bisschen teurer. Schwefel hat man uns angeschaut. Kohle ist teurer geworden, das ist schlecht. Teure Kohle möchte man nicht haben. So, dann mal eine Kohlemine nach oben. Interessant ist auch, dass die Handelsroute mit den Motoren nach Frankreich jetzt gar nicht mehr unproduktiv ist. Plus 2,2. So. Unser Prestigerang. Oh, Leute. Platz 13? Bei Sprengstoff haben wir auf 1, jetzt sind wir nur noch auf 3. Was mit dem Sprengstoff passiert? Ach, wir hatten ja Probleme gehabt mit dem Schwefel. Oder haben die anderen einfach ihre Kapazitäten ausgebaut? Hier Frankreich, Großbritannien. Wir exportieren nach Frankreich und Frankreich ist trotzdem Weltmarktführer, verdammt. Ja, direkt für das nächste Problem.
Wir haben hier keine Vollbeschäftigung. Ein Arbeiter in einem Stahlwerk. Oha, da wurden Leute entlassen. 420 Maschinisten. Schwefel, Kohle. Kohlemine mal hier nach vorne geschoben. Wir haben aktuell 58 Konvois zur Verfügung und hier aus Sizilien Sprengstoff, das ist ja eigentlich ganz okay. Nicht Sprengstoff, sondern Schwefel. Auf geht's. So. Dann sinkt der Preis für Schwefel. Und die Chemiefabrik wird dann wieder etwas produktiver. Und um das Kohleproblem kümmern wir uns ja selbst. So, noch einmal Kohle reinwerfen. Porzellan ist schon wieder auf den Maximalpreis gestiegen. Also die Handelsroute, die wir da haben, können wir wahrscheinlich knicken. Also die Händler machen einen kleinen Gewinn, aber müssen dafür auch Bürokratie zahlen. Ne, weg damit. Ich habe ja irgendwo noch was Besseres. In einer größeren Menge, aber haben wir nicht. Preußen hat seine Kriegsziele erreicht. Sachsen-Weimar wurde unterworfen und Sachsen wurde erobert. Kann man dann an dem Haken hier. Und die Kriegsziele hier, die wurden halt nicht erfüllt, weil da kein Haken ist. Kleidung importieren, Getreide importieren. Getreide aus Frankreich. Wir haben eine Unterdeckung von 221. Okay, machen wir das. Möbel sind wir selbst dran. Lebensmittel auch mit der Forschung. Haben wir jetzt hier immer noch Bedarf an Getreide. Oh, Niederlande. Niederlande möchte ich mich aber nicht abhängig machen. Preußisch, 90 Stück. Weiß ich nicht. Das ist ja auch ein bisschen Konkurrenz dann zu der Handelsroute nach Frankreich. Lass das erstmal so.
Spiritus aus Großbritannien ohne Bürokratiekosten. Das sind aber Konvois. Ohne Konvois aus Preußen. Eine höhere Menge, aber eine geringere Marge. Hier würde der Preis zurückgehen auf 31 und da oben. Sogar nur auf 32. Also die Händler würden hier oben einen besseren Gewinn erwirtschaften. Aber hier hätten unsere Bürger mehr davon. So würde ich das sehen. Unsere Bürger haben hier mehr von. Gesetze erlassen, eingeschränkte Kinderarbeit. Ja, plus 15% Angehörigeneinkommen. Plus eine maximale Investition im Bereich Bildung möglich. Und die Sterblichkeitsrate ist zurückgegangen. Die war vorher jeweils bei plus 5%, jetzt ist sie noch bei plus 2%. Und das fanden die Gewerkschafter gut, die Industriellen und die Grundbesitzer auch. Und das lag wahrscheinlich an dem Anführer der Interessengruppen. Ich denke, die Industriellen und die Grundbesitzer sind sonst eigentlich schon für die Kinderarbeit. Deswegen ist das ja hier auch mit dem Anführer angegeben. Ideologie Reformer. Und der ist auch Reformer, ja. Okay. Dann können wir hier weiter voranschreiten. Wir brauchen dann natürlich auch wieder Bürokratie. Und nächstes Gesetz. Ah. Da sind wir jetzt zwei bei Sprengstoffen. Wir können eventuell unsere Bauwirtschaft noch einmal ausbauen. Jetzt sind wir wieder deutlich im Plus. Und das kommt... Ja, hier kommt so auch was aus dem Investitionsfonds, die 9.350. Aber die werden ja auch eingezahlt. Ah, also mit den 9.350 können wir auf jeden Fall kalkulieren. Und dann bauen wir nochmal einen Bausektor aus. Und zwar... In Wallonien. Ah, es passt. Den schieben wir dann auch nach vorne. Schnell gebaut. Das macht ja keinen Unterschied mehr. So. Achso, das ist jetzt hier nicht der Hafen. Da würden wir... Oder möchten wir... unsere Marinebasis ausbauen. Ja. So. Wir werden uns das jetzt auf jeden Fall noch mit den Möbeln anschauen. Hier ist ein Diplomatiespiel wieder mit Preußen. Der möchte Hessen-Kassel erobern und Hannoverisch-Braunschweig. Oha. Habe ich da jetzt draufgeklickt?
Vielleicht. Ja, was ja natürlich interessant wäre, wenn ihr Russland mitmacht. Wenn Russland sagt, Schluss Preußen, so geht's nicht weiter. Ja, wir haben aber viele Handelsverträge mit Preußen, also. Schwierig. So, Möbel. Leute werden eingestellt. Ah. Ach so, okay. Also, Kleidung ist zurückgegangen. Luxusmöbel. Schwefel ist wieder ein bisschen gestiegen. Möbel zurückgegangen. Ja. Frankreich schlägt einen Handelsvertrag vor. So, hier werden noch weitere Leute eingestellt. Ah, jetzt wo ich draufgeklickt habe, jetzt müssen wir uns entscheiden. Oha, verdammt. Oder kann ich das wegixen? Ja, okay. Ja, jetzt ist es weg. Ich wollte das als Vorbereitung für die nächste Folge machen. Das mal ganz genau in Ruhe anschauen. Wir könnten halt auch selber den. Oh nee, wenn wir jetzt den Initiator sind, müssen wir Einfluss zahlen. Wahrscheinlich hätten wir es eh nicht gemacht. Weil dann halt viele Zolleinnahmen wegfallen würden. Wir kriegen 17.100 durch Zölle. 7.720 durch den Import von Werkzeugen. Aus Frankreich. Das würde halt wegfallen. Und die Handelsroute wäre noch produktiver. Das wollen wir ja gar nicht. Die Werkzeuge sind schon billig genug. Naja, das hätten wir nicht gemacht. So, Möbel. Luxusmöbel minus 16% und die normalen Möbel plus 19%, aber es werden ja noch Leute eingestellt. Ein Arbeiter abgewandert zur Schiffswerft. Nee, okay. Auf jeden Fall sollte sich doch jetzt der Lebensstandard erhöht haben. Ja, schau dich das an. Wunderbar. Ja, Möbel war ja bei über 40%. Jetzt sind wir noch bei 23,1%. Und Luxusmöbel sind deutlich günstiger geworden, ja. Ja, jetzt haben wir neue Probleme. Transporter. Lebensmittel erforschen wir ja. Das Backpulver. Porzellan. Ja, wenn wir dafür nochmal eine Quelle hätten.
Ostpreußen. Und die Frage, wenn die dann wieder mit ihrem Krieg anfangen. Aber wir können ja erstmal die Route aufbauen. Ja, niedrige Bürokratie. Nächstes Problem. Nächstes Problem. Leute, ich schaue mir das dann zum nächsten Mal an, ob wir hier irgendwelche Handelsrouten haben, die wir dann dafür abbrechen, um Bürokratie frei zu bekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.